Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Ein Element, das vermutlich immer noch Teil eures Shopify-Shops ist, worauf ihr aber verzichten könntet, ist das Shopify-Watermark, powered by Shopify. Wir zeigen euch in dieser Screencast-Episode zwei Wege, wie ihr dieses meist ungewollte Branding aus eurem Shop entfernt. Für alle, die noch nicht wissen, wovon die Rede ist, demonstrieren wir das einmal im Frontend. Wenn ihr ganz nach unten bis zu eurem Footer scrollt, seht ihr das Powered by Shopify Branding. Für Lösung Nummer 1, dieses zu entfernen, begeben wir uns ins Backend, klicken auf unseren Online-Shop, um die Untermenüs zu sehen, und begeben uns auf Themes. Für die einfachere Variante klickt auf Aktionen und wählt Sprachen bearbeiten aus. Hier habt ihr die Möglichkeit, nach Powered by zu suchen und könnt, indem ihr einmal auf das Feld klickt und die Leertaste betätigt, dieses Watermark entfernen. Nach dem Abspeichern begeben wir uns in unser Frontend mit Hilfe der Vorschaufunktion und sehen, dass dieses entfernt wurde. Tragen wir das wieder im Backend ein, ist es erneut im Frontend zurück. Damit kann ich euch Variante 2 vorstellen, wofür wir in den Code gehen müssen. Dafür starten wir erneut im Hauptmenü der Themes und klicken unter Aktionen auf Code bearbeiten. Hier suchen wir zuerst die Footer-Datei, indem wir einfach Footer eingeben. Mit einem Klick auf das Ergebnis wird uns der Code angezeigt. Diesen können wir mit Command F oder Steuerung F für Windows durchsuchen. Wir geben also wieder Powered by ein, entfernen diesen Abschnitt und speichern ab. Begeben wir uns zurück ins Frontend, sehen wir, dass auch mit dieser Herangehensweise der Code entfernt wurde. Somit haben wir unser Vorhaben umgesetzt. Falls euch dieser Tipp geholfen haben sollte, lasst gerne ein Like da und abonniert für mehr E-Commerce-Content. Solltet ihr euren Shopify-Shop über die Branding-Eliminierung hinaus optimieren wollen, schaut euch gerne auf unserer Seite um und vereinbart einen Termin mit unseren Shopify-Experten. Wir hören uns im nächsten Video wieder. Bis dahin alles Gute, wünscht euch euer eBakery-Team.